Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Einarmiger Bandit. Nein, das Spiel heißt Countdown Vampires und das ist nur so dazu da, um mir ein bisschen Kohle zu geben. Das ist ja alles gut und schön. Problem an der ganzen Sache ist, wir sind kurz vorm Verrecken. Ich habe jetzt irgendwo ein Safe State gesetzt in der Hoffnung. Oh, geil, gibt's doch. Wow. Ja, mit Früchten macht es noch viel mehr Spaß. Komm, und es ist viel schneller. Geil, da kann ich noch mehr Kohle machen. Ja, ja, oh, es gibt mir Kohle. Komm schon. Nein. 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 Okay, sehr gut, ich höre schon auf. Ja. Ich habe jetzt irgendwo ein Safe-State gesetzt. Ich hoffe, ich habe meinen Crash-Bash nicht überspeichert. Ich weiß, dass ich das Spiel damals nicht speichern konnte, weil mein Emulator an sich voll war. Und deswegen, aber ich habe jetzt einfach mal irgendwo gespeichert, wo ich hoffe, dass nichts drauf ist. Wow, wow, wow. Hier gibt's sogar noch was anderes. Keys, Keys. 3, 8. Komm schon. Gib ihm was. Gib ihm was. Yeah, 2 Punkte. Oh, leck mich doch am Arsch. Das ist, wie gesagt, sowas sollte man nicht tun, Leute. Macht sowas nicht. Macht euch nicht davon abhängig. Das ist total scheiße. Mein Vater hat sowas gemacht und er hat uns in mächtige, mächtige Schulden gebracht. Von daher, there's a little bit of power is moving. Wir brauchen Strom. Moment, das ist das nicht die Tür für Susi? Ja. Ich habe zwar die Schlüsselkarte, aber das bringt mir irgendwie hier so nichts ohne Strom. Alles klar. Was habe ich denn, was kann ich denn jetzt noch an? Cheryl, Nancy, Susi. Ich habe da jetzt irgendwie alles probiert, oder nicht? Habe ich mich da jetzt vielleicht nur verlesen? There is an elevator, but there is no power, so it's not moving. Ja. Es ist kein Strom da, also bewegt es sich auch nicht. Das ist jetzt sehr doof. Gut. Dann weiß ich jetzt gar nicht, was ich machen soll. Auf jeden Fall möchte ich, soweit es geht, am Leben bleiben. Und ja, ich wollte jetzt gerade sagen, ich probiere dann den Zombies jetzt auszuweichen, aber jetzt geht's auch nicht mehr, weil weil jetzt sind wir zu langsam. Ich glaube, ich habe da gerade einen Schlüssel benutzt, aber sicher bin ich mir nicht. Scheint so gut. Dann habe ich mal das Set. Nichts ist. Ich höre nichts. Ich möchte nichts. Ich will nichts. Wah. Ist hier was? Ich habe Angst. Wah. Wah. Nein. Okay. Ich gehe erst hier lang. Bitte fress mich nicht auf. Wer auch immer da sein könnte. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab... Hier passt es. Ich hab vor jedem Bildabschnitt Angst. Aber auch nur, weil ich mich nicht wehren kann. Trotz meiner Muckis und meinen Tattoos. Oh, guck mal. Also wenn... Hier sind doch sicherlich welche drin, oder? Hä? Hä? Hat der nicht hier irgendwie gesagt, bei Roten ist irgendwas? Gucken wir mal. Wahrscheinlich kann ich die untersuchen und dann ist da irgendwas Tolles drin. La 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 la. Oh, 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 Slotmaschinen. Moment. Nee, eigentlich ja nicht. Die wollen Spielsüchtigen hier aus mir machen. Das ist total bescheuert. Dubi 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 dubi. Ich kann es gar nicht fassen, dass sie keine Vampire sind. Das sollte ich mir auf jeden Fall gleich mal zunutze machen. Ich untersuche jetzt hier alles. Könnt ihr... Oh Gott, da habe ich mir aber eine Menge vorgenommen hier. Oh Mann. Lalalalalalala. Guck mal. Ey, ich kann Roulette spielen. Auch nicht schlecht. Aber wer gibt mir dann bitte die Kohle? Total bescheuert. Ich setze... Ja. Ja, super. Das ist so eine Sache, da müsste man irgendwie je auf jedes Dings ein Chip setzen, aber das, nee, natürlich total blöd, solche Glücksspiele, da verdient man sich irgendwie, sollte man sich lieber irgendwie Geld verdienen, auf normaler Art und Weise, ich weiß auch nicht, dann wiederum, naja, man braucht halt Glück und ich hab's definitiv nicht, von daher, Pech gehabt, gut. Schauen wir uns hier mal ein bisschen weiter um, vielleicht liegt die hier, da, DHL-Pakete, da drüben ist noch eins, wow. Gimme, gimme, yes! Uah! Wobei, ich kann nicht, ich kann das, Moment. Ich schau erstmal, was da drüben ist, dann probiere ich es vielleicht nochmal zu trinken. Get it! Ja,
I want so badly to... Ich kann ja mal probieren, das zu trinken, irgendwie. Drink. Ja, okay. Dann kann man das doch so trinken. Und dann laden wir mal gleich nach. Boah, ich hatte schon Angst. Ich hatte wirklich Angst, dass ich das Spiel nochmal durch... nochmal durchspielen muss, genau, weil ich es ja schon so weit von alleine hier schaffe. Nein. Nein, nein, nein. Ich werde jetzt probieren, pazifistischer zu sein, indem ich probiere, den Missgeburten auszuweichen. Wenn es denn möglich ist. Bitte fress mich nicht, bitte fress mich nicht, bitte fress mich nicht, bitte fress... Okay. Gibt's da was? Gibt's da was? Gibt's da was? Gibt's da was? Yes! Oh yeah, das ist halt... Ich find's immer so faszinierend. Die müssen da echt da neben ihrem Testspieler, falls es damals sowas schon gab, gesessen haben und sich so dachten, okay, der ist jetzt fast am Verrecken, hier legen wir was hin. Ich finde es geil, ich finde es wirklich geil. Es ist schön ausbalanciert. Wieso habe ich mir jetzt eigentlich was zu trinken gekauft? Ah, ich weiß ja nicht. Ich sollte mir nicht... Nachher habe ich das Objekt, in dem ich Sachen füllen kann, aber kann mir die Sachen, die ich dann da reinfülle, nicht mehr leisten, weil ich ein armer Schlucker bin. Gott verdammt, das ist schon ausverkauft. Wieso ist das schon ausverkauft? Wieso konnte ich mir nur eins leisten? Das ist bescheuert. Irgendjemand sollte mal den Leuten erklären, sie sollen ihre Automaten besser nachfüllen. Gott verdammt, gut. Laufen wir mal hier weiter, oder warte mal. Bin ich hier schon gewesen? Dann ist es vielleicht so, dass sie sich immer wieder auffüllen. The door is a screaming moon is locked. Hier brauche ich dann... eine andere Karte auf alle Fälle. Dann waren wir hier doch nicht, oder ich weiß es nicht. Nee, nee, das war irgendwie anders. Der Raum sah irgendwie anders aus. Ich hatte gerade Hoffnung, dass ich cheaten kann. Dass ich quasi, ich gehe raus, gehe wieder rein, dann sind wieder Sachen zum Kaufen. Da kann ich hier mein Geld farmen. Nee, Ravon, das ist nicht so. Das ist ein Survival-Horror-Game und keine Parodie eines Zockerabhängigen in einer Vampiren-Apokalypse. Das geht so nicht, okay. Dann muss ich diesen... Moment, ist das ein Flipper? Ist dein Ernst? Jetzt kann ich... Och nee, ich dachte, ich könnte Flipper spielen. Schade, schade, schade. Da hätte ich euch aber alle abgezockt. Pokémon Flipper, Mann. Da war ich König da drin. Was ist jetzt hier? Hier ist Alice. Und ich kann da rein. Ich weiß nicht, war ich da schon drinne? Ich glaube nicht. Gucken wir mal nach. Nein, hier war ich noch nicht. Okay. Dann könnten wir vielleicht... Na klar, war ich hier. Hä? What? War ich hier schon? Jetzt bin ich verwirrt. Aber das muss ich ja irgendwie gewesen sein. Also verwirrt, das bin ich immer noch. Das war ich nicht, das... Ach so, hier. Hä? Wieso ist das jetzt offen? Ach so, das ist einfach, ja natürlich. Das ist halt... Ja, verstehe ich schon. I'm sorry. I'm so sorry. Okay. Dann bin ich jetzt irgendwie... Ich weiß auch nicht. Da komme ich jetzt irgendwie nicht so weiter. Ich brauche irgendwie eine neue Schlüsselkarte. Oder ich gehe einfach mal hier rein. Natürlich, da hinten ist dann wieder so ein Ding. Und da kann ich auch mal, es ist recht, momentan alles recht überschaubar. Sieht aus wie eine Gefängniszelle oder so ein Verhörraum. Auch nicht schlecht. Und das in dem Casino. Get it! Munition für eine Waffe, die ich nicht habe. Das ist immer sehr toll. Und dann kann ich hier das natürlich wieder aufmachen. Mal sehen, wie es jetzt aufgebaut ist. Bam, bam, bam. Warte. Das kommt dahin. Das kommt dahin, das kommt dahin. Genau. Dich modelliere ich jetzt mal so um. Und du gehst dahin. Tada! Diesmal mit System. Oh, guck mal, eine Pistole. Gerade sprachen wir davon. Hi, wie geht's? Mein Name ist... Ich weiß gar nicht, wie heißt der Typ, ist mir egal. Ich habe einen eigenen Namen, ich heiße Ravon. Eigentlich heiße ich auch Ravenhorn, aber das ist dasselbe. Pistole, sehr schön. So allmählich geht mir aber der Platz hier aus. Vielleicht kann ich ja irgendwas, mit dem Ticket hier machen. Irgendwie muss das ja... Ticket, ja... Das scheine ich ja für irgendwas zu gebrauchen, ansonsten würde es ja keinen Platzi wegnehmen. Kann ich hier noch irgendwie was machen? Nein. Nicht okay. Dann gehen wir mal wieder raus und haben jetzt schon irgendwie was erreicht, aber nicht so das, was ich irgendwie haben wollte. Das ist irgendwie doof. Ja. Dann gehe ich einmal jetzt hier runter, wobei das wird ja dann wieder die Stelle sein. Das sieht so aus, als wenn er die irgendwie runterrutscht, die Treppen.
Mit seinen Schuhen. Die Schuhen wollen auch mal rutschen. Moment, wieso ist das da eigentlich grün? Hat das einen bestimmten Grund, wieso das grün ist und das da blau? Vielleicht ist das auch nur Einbildung. Slotmaschine. Vielleicht ist... Ach, guck mal. Vielleicht ist das ja eine Cheater-Maschine. Und ich kann so mehr Kohle generieren. Komm schon! Oh, oh, oh. Ich meine, ich brauche jetzt ein bisschen Kohle, weil wir Sachen ausgegeben haben. Aber ein bisschen mehr kann es ruhig sein, hier, Kumpel. Komm schon. Komm schon. Daddy braucht Kohle. Daddy braucht Kohle. Wah. Nein. 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 Oh, oh, oh. Jetzt sollte aber langsam mal was kommen hier, sonst bin ich pleite. Oh, shit. Oh, oh. Komm schon. Komm schon. Mache. Nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich bin verkehrt. Die letzten drei nehme ich irgendwo anders rein. Das Spiel mag ich nicht, das ist total böse. Gut, ich glaube, dass dieses Rummelgespiel schon ein wichtiger Bestandteil hier ist. Deswegen sollte ich jetzt erstmal schauen, dass ich ein bisschen Kohle hier kriege, ne? Das wäre nicht verkehrt, gib mir was. Bitte sei freundlich zu mir. Be kind. Oh, oh, fick dich. Ja. Jetzt habe ich Scheiß. Jetzt muss ich mir erstmal wieder Kohle von Vampiren holen, glaube ich. Was kann ich denn jetzt machen? Ich habe hier irgendwie nichts mehr, nicht so Anhaltspunkte irgendwie. Ich habe eine Nancy, eine Cheryl und eine Susie-Karte. Wobei ID vor... Das ist quasi... Das sind halt VIP-Räume. Das heißt, ich brauche noch andere Karten und... Wah! Ich wollte gerade sagen, wo kommt das Getränk da her? Aber nein, das hatte ich ja schon. Na, wah. Gut, dann gehe ich nochmal hier hin. Um dann... Oh, wappadabada. Das ging ja hier nicht weiter. Ich wollte ja eigentlich ganz woanders hin, aber da hat mir mein Orientierungssinn, mein nicht vorhandener Orientierungssinn, wieder einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Das ist so das Problem. Das war gerade Alice. Genau, da gehe ich jetzt mal dahin. Da. Moment. Heißen die beide Alice? What the shit? Oder bin ich jetzt einfach hardcore-mäßig im Kreis gelaufen? Nee, das ist schon richtig. Okay. Dann gehe ich jetzt mal ganz zurück nach rechts. Und schau mal, ob ich hinter dem Nancy-Raum irgendwas finden kann. Wer weiß, vielleicht wieder Zombies, die gespawnt sind. Nancy. Kann ich da nicht eben her? What? Ja klar, hier war ich doch schon, genau. Das macht alles so viel Sinn, ne? Nämlich gar keinen. Ich schätze mal, ich muss mich jetzt irgendwie um dieses komische Rätsel kümmern, was ich nicht so ganz verstehe. Oder ich schau mal nach, ob ich da drüben reinkomme, was ich nicht glaube. Aber probieren geht über studieren. The doors show stage locked. Ach stimmt, hier war ja... War da hier nicht der große Partyraum? Sieht so aus, ne? Mano. Dann schaue ich nochmal da drüben nach. Wobei ich glaube, das ist natürlich... Ja, ist natürlich verschlossen. What? Ich muss... glaube ich, irgendwas mit diesem Ticket hier machen, aber das Ticket will mir auch nicht irgendwie was sagen. Das ist halt, es verbraucht irgendwie Inventory-Kapazität, aber das ist auch das Einzige, was es kann. Das sieht noch nicht mal schön aus. Dafür kann man es auch nicht bezahlen. Oh, hi, Mayweather-Bytes. Das ist natürlich super. Hi, wie geht's, ja? Es ist immer doof, wenn man das so einstellt, dass man das Programm quasi will, dass man es jeden Tag aktualisiert. Oh mein Gott! Sie haben Version 29.999. Es ist aber schon Version 30.000 raus. Sie sollten auf jeden Fall mal was gucken, dass sie das da, ne? So, wenn ich jetzt nochmal in Cheryl reingehe, im Endeffekt habe ich sowieso keine Wahl. Also gehe ich einfach nochmal rein. Und momentan sind die Missgeburten ja nicht gespawnt, also habe ich, glaube ich, was gut. Wobei, da drüben war ja irgendwie... Achso, jetzt bin ich da oben, ja klar. Da drüben war ja... Was war dann da drüben? Sydney, genau. Da war Sydney und Sydney habe ich nicht.
Leider nicht im Sortiment. Drum brauche ich da auch nicht weiter gucken. Dann gehe ich wieder runter. Dann gehe ich nochmal irgendwo rein und die und da. Und ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe doch keine Ahnung. Wenn ich eine Karte hätte, wäre das ein bisschen einfacher hier. Aber ja, was ist Karte? Das ist so ein Ding, da kannst du raufgucken und da stehen... Oh ja, er, Avira, ich wusste es. Ihr kommt nur im Duo, ihr Vollidioten. Aber ohne dessen ist leider ein bisschen scheiße hier. Kann ich irgendwie hinter die, hier hinter die Dings gehen? Dann kann ich auch nicht. Gut. Hier liegt eine tote Leiche wieder mal. Da war ich ja schon. Glaube ich zumindest. Ich kann ja dann nochmal reingehen, sicherheitshalber. Aber da habe ich ja, glaube ich, die Karte hier geholt. Aber da werde ich gleich mal hier sparreichern. Mich bereichern beim Speichern. Safe. Hab ja hier zum Glück keine Ink Ribbon, so kann das. Moment. Ich kann nicht speichern, oder? Ich hab doch gar keinen Platz. Oder? Hä? Doch. 4 Moon. What the fuck? Hat der meine Karte aufgefressen? Was ist denn mit euch verkehrt hier? Habe ich vielleicht Mails gekriegt? Vielleicht wollen mir die Hater irgendwas sagen? Nein, auch nicht. Ich bin verloren. Und das schon bei der 3. oder 4. Folge. Ja, ist ja echt traurig. Ich glaube, es ist die 4. Oh, what should I do? I don't know. I don't know. Wah, 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 wah. Da ist Cheryl, da ist Nancy, da ist... Da gehe ich nochmal hier rein. In den Raum, den ich perspektivisch betrachtet nicht... Moment, da war ich doch... Ne? Ne? Da war ich doch schon drinne. Habe ich jetzt fälschlicherweise wieder Cheryl genannt? Vielleicht haben wir auch 2 Cheryl-Räume. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind es Zwillinge, aber Zwillinge haben auch nicht dieselben Namen. Nur Namen, die so ähnlich klingen, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Gott verdammt. Dann gehe ich halt nochmal hier hin. Wo ja, glaube ich, diese... Da, ja, da sind sie. Das ist doof. Ich möchte nicht gegen euch kämpfen. Ich wollte gerade sagen, ist da ein Bildschirmabschnitt? Nein. Ich denke mal, ich muss da irgendwas machen. Dann benutze ich mal die Pistole in der Hoffnung, dass sie ein bisschen wie die Charoti fungiert, dass ich quasi mehr Schaden damit mache. Komm mal her, du Bastard. Bam. Oh, guck mal, rot. 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 Rot, 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 rot. Ha. Ja, die haut wirklich mehr rein. Auch nicht schlecht. Oh, oh nein, du bist so nah. Du bist so, ja, genau. Kick mich mal in den nächsten Bildschirmabschnitt, wo ich eh nichts sehen kann, du dämliche Olle. Nein. Nisch mit mir. Komm mal her. Puff, puff. Puff, puff. Dafür schießt er aber auch langsam mit dem Ding, ne? So, verrecke. Da kriegst du, glaube ich, noch einen Uppercut von mir. So. Oder du stehst erst gar nicht auf. Das ist auch immer eine Lösung, um kritischen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Dann wiederum, er ist schon eskaliert. Was willst du da noch retten, ne? Da, 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 da. Leichenberge, Leichenberge. Aber kein Weg, der mich hier rausbringt. Das ist so schrecklich. Ich weiß auch nicht weiter. Da war ich ja auch schon drin, aber ich gehe nochmal gucken, weil ich keine Hobbys hab. Und dieses Spiel macht mich schon wieder fertig. So, guck ich nochmal hier rein, nein, es geht nicht. Lalalala. Kann ich irgendwas einsammeln? Nein, nicht so. Wah, wah, wah. Nein, will auch nicht mehr anklicken. Nein. Okay, gehen wir wieder raus. Wir gehen wieder raus und ich hoffe, sie spawnen nicht nach, denn das wäre sehr, sehr unfair. Moment, hier ist doch noch ein Weg. Ist das derselbe Weg oder ist es einfach die andere Seite? Ich kann's. Perspektivisch kann ich es mir nicht ausmalen. Oh shit! Das ist auf jeden Fall ein Gegner. Ich sehe es kommen, ich war hier bestimmt schon. Gott verdammt, verrecke, 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 verrecke. Wah, wah. Wah, halt die Fresse. I don't like you. Wah. Ah, danke, dass du dich mir schon so zeitig angekündigt hast. Klar war ich hier schon. Hier ist dieses böse, böse schwarze Loch. Von dem immer alle sprachen, aber ich wollte ihn nicht glauben. Ich hielt es immer für ein Märchen, aber es war nicht so. Komm schon. Ach so, was? Oh, ich bin... ja. Das war sehr schlau. So,
ich wollte gerade nachgucken, ob er tot ist, Mister. Nein, eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie fälschlicherweise angenommen, er wäre schon verreckt, aber nein. Dann haben wir hier irgendwas. Toll. Und das ist ja auch verschlossen. Und hier ist alles ausverkauft, ja. Ich wollte gerade sagen, also wenn es jetzt wirklich so weit gekommen wäre, dass... Soll das jetzt heißen, ich habe für jeden Vampir einen Pfennig gekriegt? Das ist ja sehr scheiße. Nee, ich weiß jetzt hier ehrlich gesagt nicht weiter. Und da würde ich sagen, schaue ich mal in der nächsten Folge... Vor der nächsten Folge nach. Das kann ja echt nicht wahr sein hier. Ich bin ja jetzt schon überall 100 Mal gewesen. Ich meine, so gesehen ist es ja kein Problem, das zu machen. Problem ist, dass die Missgeburten da immer wieder spawnen und das will ja keiner. Puh. Ich habe so die Vermutung, dass ich hier irgendwie, hier stand da was von 5 und 6, dass ich ins Casino gehe und da irgendwie die Zahlen spiele. Und dann wiederum, wieso geht's da nicht hier? Wo war denn diese Stelle? Die war doch hier irgendwo, oder? Hä? Wo war das denn? Ich kann es mir perspektivisch schon wieder nicht ausmalen. Hier war das, genau. Und da klingelt auch schon das Handy, Gott verdammt. Geh aus. Geh, ja. Hallo. Scheiß, Mann. 256, so. Awesome Tipp. Und ich kann hier auch nicht irgendwie was machen. Dann habe ich hier diesen Tick, dieses Ticket-Dings. Nein. Gut, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Countdown Vampires. Ich werde in der nächsten Folge, vor der nächsten Folge mal nachschauen. Und dann, denke ich mal, werden wir in der nächsten Folge auch irgendwie Fortschritt haben. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.